Das ist eine Form von Gesetz in die eigene Hand nehmen, die ich sehr mag. Das hier und nein, das nicht. Oh, da geht noch was. Wir schauen uns das jetzt alles an. Und Dieses los. Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Aber das geht doch noch. Tapete, 17. Jahrhundert. Zeigt zwei Nio-Wächter, Misaku Kongo und Narain Kongo. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Oh je. Die deutsche Aussprache ist schon schwer genug und dann kommt sowas daher. Sowas finde ich auch immer ziemlich geil. Und was haben wir hier? Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Und? Was spricht dagegen? Öllandschaft aus Seide, 19. Jahrhundert, zeigt Reisende außerhalb Kyotos. Wo sollen da denn Reisende sein? Ach, da unten auf dem Weg. Ah, hier habe ich das gar nicht gesehen. Kann ich das fotografieren? Kriege ich das überhaupt? Sagen Sie, Oh. wenn Sie anfangen möchten. Klingt Vielleicht. gut. Vielleicht so? Ah, das sieht ganz cool aus. Und los. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Echt? Cello, 18. Jahrhundert. Im Mailand oder Bologna, kurz vor dessen Tod im Besitz von Benito Mussolini. Ah, ich wusste gar nicht, konnte der wirklich Geige spielen? Wer ist das? Cello? Nicht Geige? Konnte der echte Cello spielen? Okay. Na, das sieht man mal wieder. So, was haben wir hier noch? Das sieht bestimmt auch cool aus. Ja. So, was haben wir hier noch? In diesem Museum. Das wird natürlich auch fotografiert. Alles. Alles, was einigermaßen cool aussieht. Sogar das sieht auf dem Foto cool aus. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Oh. Oh. Was geht denn hier ab? Kann ich darauf? Ja, ich kann darauf. Hau mal volle Kanne dagegen. Die Stimme aus der Unterwelt, hä? Die würde ich echt gern mal läuten. Na dann mach doch! Das ist voll die geile Idee. Würde ich auch machen. Bonjo-Glocke, 17. Jahrhundert. Der Legende nach konnte ihre Läuten aus der Unterwelt gehört werden. Ah ja, cool. Und wie viel bietet man für diese Sammlung von Abscheulichkeiten? Das Startgebot liegt bei 10.000 zerstörten Träumen. 10.000 zum ersten. Was heißt die Abscheulichkeiten? Die sehen alle voll cool aus. Habe ich von der Glocke schon ein Foto gemacht? Sieht alles voll geil aus. Ich würde mir das alles direkt in die Wohnung stellen. Das würde May gefallen. Ich vermisse May wirklich. Wie meint sie gleich wieder mit May? Nicht Tante May, oder? Vergebt mir, ich kenne mich mit Spider-Man nicht so gut aus. Vase, 19. Jahrhundert. Balusterförmige Vase im Imari-Stil aus der Mai-Zeit. Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen. Ich tue mich schon mit der deutschen Sprache teilweise echt schwer und dann kommt noch sowas daher. Aber die Vase sieht natürlich mal wieder ziemlich geil aus. Darum passt. Oh Mann, oh Mann. Lesen ist ja eh schon nicht so meine Stärke.
Und dann noch sowas, solche schweren Wörter. Es hört sich bestimmt kacke an, wie ich das ausspreche. Ja, habe ich das noch nicht geschaut? Okay. Den Stock habe ich immer gehasst. Echt übel. Warum? Der sieht doch auch nicht schlecht aus. Schlicht, aber irgendwie cool. Gehstock, 20. Jahrhundert. Ein sehr seltener emaillierter mit Perlen und Juwelen besetzter Gehstock mit versteckten Funktionen. Was zum Teufel ist emaillierter? Das muss ich nachher mal googeln. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich gebe das nur ganz schnell in Google ein. Moment, Moment, Moment. Genau, hier. So. So, wie schreibt man das? EMA. EMA. ILLIE. Na, das ist es nicht. RTER. LTER. So, gucken wir mal, was ist das denn? Da ist Wiki. Ah, nein, verdammt. Na gut, ihr hattet jetzt sicher auch genug Zeit, das bei Google einzugeben. Ich werde mir das nachher mal anschauen. Wo ist mein Timer? Wo ist mein Timer? Hallo. Ah, da. Gut. So, genug Zeit geschindet. Machen wir mal weiter. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Ja, dann geh mal voraus. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Du sollst vorausgehen, nicht ich. Ach Mann, du bist ja eine schlechte Führerin. Ich nehme mal an, hier das große Bild. Davon habe ich schon ein Foto gemacht. Ich habe ja schon alles fotografiert. Ja, du bist viel zu langsam. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Harashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Okay, jetzt stellt sich aber die Frage, was weißt du schon? Über seine Verkäufe, meine ich. Ja, red weiter. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt. Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Na gut. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Voll erwischt. Oh, Moment. Nochmal. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Hab ich Die gerade. dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ups, ich war wohl ich zu denke, Sie schnell. sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen.
Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Warum werde ich diesen Ort nie wiedersehen? Und außerdem, die Damentoilette, die habe ich schon lange gefunden. Die habe ich gleich gefunden, als ich hier reingekommen bin. Nur wusste ich das noch nicht. Ja, so bin ich. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen und sie fangen an zu untersuchen. Sobald du das Ausrufezeichen siehst, wurdest du entdeckt. Ja, das ist mir schon aufgefallen, das ist mir schon lange aufgefallen. Wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ich bin schon lange weg, bis du dich machst. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist verständlich. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Ja, genau, natürlich, geh ein bisschen Craig. Weg. Ui, 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 ui. Okay. Ja, Moment, verdammt. Was war das? Oh mein Gott. Machen Sie Witze? Raus hier. Sofort. Verdammt. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ich wollte sie eigentlich gerade zusammenschlagen. Digga, nein. Oh ja. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ja, mach das ruhig. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Denn das kannst du auch gerne machen. Sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Ach was. Aha. Natürlich, Craig. Yeah. Pete hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Das machen wir gleich. Einen Moment. Ich würde gerne ob die Kamera machen. Ob es hier wohl irgendwelche Hinweise gibt? Ach verdammt, kann ich nicht. Das sieht schon wieder so mega cool aus. Geil. Hinweise, okay. Was ist das? Untersuchen. Drehen. Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay. Eine bewegliche Neo-Wächter-Statue, 15. Jahrhundert, japanisch, 45.000 bis 60.000 Dollar, die wegen ihres modularen Designs und der 5 Gelenkpunkte bemerkenswerte Statue kann eine Vielzahl von Posen einnehmen. Die gebräuchlichsten ist die von Narayen, Kongo. Mund geschlossen, ja okay, das hat sie ja gerade schon vorgelesen. Handfläche weist nach vorne. Diese Laten, machtvolle Pose, vermittelt den Wechsel und das Chaos, das aus kleinen Ereignissen entstehen kann. Ja, ich hoffe, ihr habt mich einigermaßen verstanden, auch wenn da jetzt einige Fehler dabei waren. Vielleicht ist doch besser selber lesen. Das ist eventuell besser. Untersuchen. Er hält etwas in der Hand. Ja, das Ding, was ich so cool finde. Hui. Das da hält er in der Hand. Das in der Mitte, wenn ich mich nicht täusche. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Findest du? Mir fällt da kein besonders großer Unterschied auf. Ah, doch, jetzt sehe ich es auch. Okay, der sieht anders aus. Zu Fisk ist sie sicher netter.
Linke Hand nach oben, rechte nach unten. Vielleicht Schauen wir lässt sich mal. das bewegen. Und wie? Bewegen? Noch weiter? Geht das nicht? Ah ja. So, und ich glaube, der Kopf auch, ne? So. Ja, das sieht sich schon mal ziemlich ähnlich, nur. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Rechter. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Welches? Ach so, ist. Ah! Das hier. Die habe ich schon mal gesehen. Kann ich drehen? Warum? Okay, das dreht sich sehr, sehr komisch. Nein, du sollst es nehmen, nicht wieder zurücklegen. Gut, dann bringen wir das mal da dran. So geht das nicht. Wie? Wieso geht das nicht? Hä? Okay, dann das wieder zurücklegen. Und nochmal hier irgendwas bewegen? Ich weiß nicht. Nee, das scheint schon richtig zu sein. Sonst wird sie mir ja irgendwas anzeigen. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht. Kann ich hier noch was nehmen? Nein. Kann ich da irgendwie drauf? Nein. Ja, der wichtigste Teil wird im Bild natürlich verdeckt. Aber warte mal. Da war doch noch ein Bild von dem. Nämlich hier. Hier hat er das Bild so, den Stab halt so gehalten. Und wie hält er den hier? Passt, ist aber nicht richtig. Ja, stimmt. Das muss ich drehen. Und wie mache ich das? Ja, wie mache ich das? Hallo? Ich kann den ja jetzt nicht mehr bewegen, das ist ja das Problem. Hier geht nicht. Alles, was ich vorher bewegen konnte, kann ich jetzt nicht mehr bewegen. Okay. Schauen wir noch mal hier rein vielleicht. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Aha, ja, stimmt. Das hieß, der kann zwei Posen. Und das ist eine davon. Aber ich kann hier nichts bewegen. Das ist ja das Problem. Verstehe ich nicht. Und er sieht halt jetzt ziemlich genauso aus wie auf dem Bild. Hier auf dem Bild sieht er ein bisschen anders aus, aber nicht viel. Oh, das geht auch. So, ich kann ihm verschiedene Gegenstände geben. Ja gut, dann probieren wir es einfach mal aus. Das wusste ich jetzt nicht. Drehen kann ich den nehmen. Dann versuchen wir es damit. Ja.
Okay. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay, du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Ja, ich mag die MJ. Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, ich mag die MJ. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ist ja schon wieder relativ lang geworden. Ich finde das Spiel ziemlich geil. Ihr hoffentlich auch. Und dann hoffe ich, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt Marvel Spider-Man. Ciao.